Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Runde. Wie ihr seht, wird das Ganze heute eine Solo-Session. Denn der Mike ist krank und auch wie viele andere momentan geht natürlich wieder bei dem Wetter so eine Erkältungswelle rum. Mich hat es auch schon leicht erwischt. Nichtsdestotrotz gibt es heute ein weiteres Video und zwar testen wir heute die neuen Sorten von Xanti. Danke erstmal an Sven fürs Zusenden und wir haben jetzt im Test den Bohemian Mango. Erstmal vorweg, Xanti, ihr kennt es vielleicht aus unseren älteren Videos. Xanti ist an sich schon etwas älter, kam jedoch erst sehr spät auf den Markt, da es einige Einstiegsschwierigkeiten gab. Nichtsdestotrotz ist Xanti natürlich jetzt in eigentlich fast jedem gut sortierten Online-Shop sowie euren Shops daheim erhältlich. Für 200 Gramm zahlt ihr 19,80 Euro. Der Preis lässt einen erstmal aufstoßen. Aber das ist jetzt mittlerweile keine Seltenheit, denn auch viele neue Sorten sind etwas teurer. Und letztendlich müsst ihr natürlich wissen, was ihr für Tabak ausgibt. Wenn der Tabak schmeckt, ist es das Ganze wert. Die meisten von euch, die kaufen sich natürlich auch Social Smoke für 32, 33 Euro. Nichtsdestotrotz, wenn ihr euch Xanti kauft, erhaltet ihr diese schicke Box. Und ich habe ja schon öfters gesagt, natürlich das Auge raucht mit. Und 19,80 Euro, 200 Gramm. Ihr macht die Packung auf. In der Packung befindet sich so eine Dose. Und wenn ihr auf die Dose guckt, denkt ihr erstmal, okay, das sind nur 185 Gramm. Xanti hat das Ganze aber so gemacht, was ich eigentlich eine ziemlich geile Idee finde. In jeder Packung ist, ja, sagen wir mal, eine Art Überraschungsei. Ihr erhaltet nämlich von diversen neuen Sorten einen Probiershot. Und dieser Probiershot zusammen mit eurer Dose entspricht dann 200 Gramm Tabak. Das Ganze hat natürlich auch steuerrechtliche Hintergründe. Aber ich finde die Idee geil, so kann man sich auch mal so ein bisschen durchprobieren. Wir testen jetzt, beziehungsweise wir, eigentlich ist es ja jetzt gerade nur ich. Ich teste heute für euch die Sorte Bohemian Mango. Und ich bin mal sehr gespannt, weil die alten Xanti-Sorten, die waren auch schon nicht schlecht. Den Blue Magic damals, den habe ich echt gefeiert. Und als ich auch hier den Brief aufgemacht habe, kam mir wieder echt so eine richtig geile, intensive Note in die Nase. Und ich war echt gespannt, den Shot zu rauchen. Ich halte einfach mal die Nase rein. Ja, Bohemian Mango, was soll Bohemian Mango sein? Das ist eine gute Frage. Vom Geruch her ist es erstmal eine angenehme Mangonote. Und auch gar nicht so strotzsüß, sondern eher, wie beschreibe ich das am besten, eher so eine noch nicht ganz reife Mango, sondern eher so eine vorreife Mango, wo natürlich schon dieses leicht süßliche Mango-Flavor zu erkennen ist, jedoch im Vordergrund noch so eine leicht säuerlich bittere Note steht. Und zum Schnitt muss ich auch noch sagen, der Schnitt ist wirklich schön. Es ist, ja, es ist so ein Ding aus fein bis mittel. Und wenn ihr schon mal Xanti geraucht habt, werdet ihr feststellen, da sind so kleine Stippen im Tabak. Der Keller hat in seinen ersten Videos gesagt, das sind Ameisen oder Läuse. Und Xanti ist, ja, das Besondere an Xanti ist einfach, da wurde Basma-Tabak zugesetzt. Das ist so ein griechischer Orient-Tabak. Also Orient, beziehungsweise ist so ein griechischer dunkler Tabak. Orient ist ja eigentlich eher die Sortenbezeichnung. Und im Geruch macht sich der Tabak noch nicht bemerkbar. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, wie ich den Mike am besten vertreten kann. Die Rauchentwicklung kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Und was beim Geschmack auffällt ist, ihr habt wirklich 1:1 den Geschmack, den ihr auch schon im Geruch erahnen könnt. Und zwar ist es auch genau wie hier einfach so eine vorreife Mango. Das Ganze ist ziemlich vollmundig.
Und die Mangonote lässt sich auch deutlich erkennen. Jedoch fehlt hier halt einfach dieser stark süße Aspekt, der hier einfach ersetzt wird durch dieses leicht säuerlich-bittere. Was ich persönlich sehr angenehm finde, weil diese süßen Tabaksorten kann ich überhaupt nicht rauchen. Und meines Erachtens lässt sich jetzt auch leicht dieser Xanti rausschmecken. Und der Geschmack äußert sich ja einfach durch so eine leicht nussige Note. Das Ganze geht so ein bisschen in Richtung leicht erdig, leicht pinienkernartige Geschmacksrichtung. Es kann natürlich jetzt auch Einbildung sein, aber ich finde schon, dass man diesen Basmat-Tabak da jetzt rausschmeckt. Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Alles in allem ist das eigentlich ein sehr gelungener Flavor. Der Timo aka Zipfel, Grüße an dich, hat diesen Flavor auch sehr gefeiert. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass ich ihn jetzt so enorm feiere oder hype. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach wirklich ein gelungener Flavor. Und gerade diese säuerlich-bittere Note macht das Ganze sehr interessant. Und dies Bohemian im Namen, das ist, würde ich jetzt sagen, da ich diesen Bohemian Raspberry, glaube ich, auch geraucht habe, da ist oder schwingt ganz leicht noch so eine angenehm dezente Beerennote mit. In diesem Fall würde ich behaupten, dass es auch leicht so eine Himbeernote, die aber überhaupt nicht im Vordergrund steht, überhaupt nicht dominant ist, sondern das Ganze diesen Mango-Flavor einfach nur unterstützt. Also an dieser Stelle hat mich der Flavor schon überzeugt, muss ich sagen. Ich bin gespannt auf die anderen Sorten. 19,80 € ist natürlich ein stolzer Preis. Jeder von euch muss selber wissen oder wird selber wissen, ob er das bereit ist, für den Tabak zu zahlen. Jeder von euch ist natürlich auch schon in der Lage, selbst zu entscheiden, ob ihm der Tabak das Geld wert ist. Ich finde, es ist für die Qualität an Tabak auf jeden Fall schon mal gerechtfertigt. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was ich jetzt so in letzter Zeit gesehen habe, was, behaupte ich mal, etwas minderwertigere Tabaksorten, ja, mit was für einem Preis die daherkommen. Deshalb kann ich auf jeden Fall oder zumindest eine bedenkenlose Probierempfehlung aussprechen. Und gerade die Sache mit den Probiershots ist natürlich eine interessante Kiste. So könnt ihr natürlich auch noch die neuen Sorten testen, ob was dafür, ob für euch was dabei ist. Und das war's erstmal zu dem Tabak. Ich gebe ab in die Endcard. Da sind wir schon in der Endcard, liebe Freunde. Ja, ohne Mike ist das Ganze natürlich nicht dasselbe. Und es schlaucht auch ganz schön, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist. Das Prozedere kennt ihr ja. Ein Daumen würde mich sehr freuen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat. Und ringsherum findet ihr natürlich das ganze Gekröse. Ihr findet unseren Kanal, ihr könnt noch ein Abo dalassen, wenn noch nicht getan. Und unten geht's auch zum letzten Video. Bis dahin, danke fürs Einschalten, guten Rauch und natürlich sehr, sehr viel Geschmack.